Morgen ist es soweit. Das jahrelange Warten hat ein Ende. Keine Frage, das Space Launch System der NASA inklusive Orion-Kapsel und europäischem Service-Modul ist eine ingenieurstechnische Meisterleistung. Auch wenn es ein Flickenteppich aus Kompromissen und faulen Geschäften im Hintergrund ist. Im Vorfeld zu dieser Ausgabe habe ich mir einige Gedanken zu Artemis und der ganzen SLS-Sache gemacht. Und ich bin drauf gekommen, dass ich eine ganz wichtige Sache die ganze Zeit übersehen oder unterbewusst ignoriert habe. Die heutige Ausgabe ist knackig gehalten, weil so viel Content zu Artemis da draußen ist, dass du vermutlich genauso viel weißt wie ich. Im Klartext, ich möchte dir heute darlegen, warum das SLS trotz aller korrupter Machenschaften genau das ist, was die Raumfahrt braucht. Dazu habe ich einige interessante Schmankerl und Highlights, die dir zu denken geben werden. Und jetzt gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Nur damit wir uns verstehen, ich bin mega aufgeregt, im positivsten Sinne. Diese Rakete und das gesamte Artemis-Programm drumherum sind der Wahnsinn. Ich bin so begeistert, dass wir endlich wieder zum Mond fliegen. Mir wird nachgesagt, dass ich kein großer Fan des SLS bin. Mag vielleicht so wirken, aber das ist nur eine Halbwahrheit. Denn man kann ein Fan von etwas oder jemandem sein und trotzdem Kritik üben. Ich denke, das ist einer der Fundamente der modernen Zivilisation. Aber kommen wir zur Sache. Tatsächlich war das SLS nach Dutzenden Verspätungen 2 Tage früher auf dem Pad als geplant. Ich denke, das sollte signalisieren, dass man sich sicher sei. Wir wissen jetzt, dass das SLS eine unglaublich teure Rakete ist. 4,1 Milliarden US-Dollar pro Start, um genau zu sein. Ich hatte bisher diesen steilen Preis kritisiert, weil dem meiner Meinung nach korrupte Machenschaften zugrunde gelegen haben. Wenn du meine Videos dazu gesehen hast, dann weißt du, was ich meine. Ich stehe heute auch noch zu meiner Kritik, aber heute sehe ich eine weitere Perspektive, die mir bisher verborgen geblieben war. Damit du mein Argument verstehst, möchte ich dir meine Gedankengänge zeigen. Neben dem aberwitzigen Preis von 4,1 Milliarden US-Dollar hat diese Mission einen weit wertvolleren Wert bzw. Nutzen. Dafür müssen wir uns erst einmal bewusst machen, dass wir hier darüber reden, in den nächsten Jahrzehnten hunderte Menschen auf den Mond zu schicken, die alle dort zumindest vorübergehend arbeiten und wohnen werden. Bevor wir aber Menschen schicken, muss sich die berühmte Orange Rakete noch beweisen. Dafür schicken sie die Orion-Kapsel samt europäischem Service-Modul oder kurz ESM, dazu kommen wir auch gleich, auf eine rund 800.000 Kilometer lange Reise um den Mond. Weltweit werden kleine und große Kinder gebannt vor den Bildschirmen sitzen und ein Stück Geschichte miterleben. Ich möchte dir noch nicht zu viel versprechen, aber ich vermute, dass wir Live-Bilder der Kapsel auf dem Weg zum Mond bekommen werden. Unterwegs könnte es zwischenzeitlich etwas langweilig werden, denn die Reise dauert mehrere Tage. Aber wenn Orion in den Mondorbit eintritt und sich unserem Erdtrabanten bis auf unter 100 Kilometer nähert, könnte es interessant werden, wenn wir Live-Bilder bekommen. Allein diese Bilder werden Millionen junger Menschen inspirieren. Es muss auch nicht jeder in die Raumfahrt. Aber Artemis zeigt einer ganzen Generation, dass man Großartiges erschaffen kann, wenn man die richtigen Zutaten im richtigen Verhältnis anrührt. Aber wie uns China bewiesen hat, gibt es mehrere Erfolgsrezepte. Sowohl NASA als auch ESA veröffentlichen nun beinahe im Stundentakt neuen Content. Finde ich richtig geil. Ich finde, die ESA kann zu Recht stolz darauf sein, dass sie ein derart wichtiges Element der Mission beisteuern darf. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auf der einen Seite zeigt diese Partnerschaft, dass hier großes Vertrauen besteht. Das ist schon einmal ein sehr gutes Zeichen. Auf der anderen Seite ist das Service-Modul auch nur das Service-Modul. So wichtig und komplex es auch ist, es ist ein verhältnismäßig kleiner Beitrag. Obwohl sie selbst auch ein Service-Modul bauen hätten können, spart sich die NASA hier viele Ressourcen und holt sich gleichzeitig einen potenziell mächtigen Partner ins Boot mit nur einem Move. Ich glaube aber, dass das erst der Beginn einer viel größeren und weitreichenderen Kooperation werden könnte. Im Moment hat die Sache irgendwie einen komischen Beigeschmack. Vielleicht interpretiere ich zu viel hinein, aber in der Raumfahrt spielt Symbolik eine große Rolle. Und oben auf der Rakete sind die Logos der beiden Raumfahrtagenturen übereinander abgebildet. NASA oben und die ESA unten. Nicht nebeneinander, sondern NASA oben. Und genau in dieser Situation will man eigentlich nicht sein.
Denn bis heute drückt sich die NASA davor, der ESA die Zusage dafür zu geben, dass ein ESA-Astronaut in der ersten Mondcrew sein wird. Später werden sicher Europäer auf den Mond fliegen. Aber es wäre schon cool, wenn ein Matthias Maurer, ein Alex Gerst oder eine Samantha Cristoforetti Teil der ersten Mondcrew wären. Jetzt kommt eine Sache, die mir bis heute niemand erklären kann, worüber niemand redet und wofür mich Tory Bruno sogar auf Twitter blockiert hat. Und zwar geht es um die ICPS. Also die Interim Cryogenic Propulsion Stage. Also die Oberstufe der Rakete, die extra für die ersten Flüge entwickelt wurde. Was mir nicht ganz eingeht, ist, warum man diese überhaupt entwickelt hat. Denn man hätte gleich die endgültige Version davon, also die Exploration Upper Stage, verwenden können. Stattdessen hat man die Ressourcen noch breiter gestreut. Einerseits fliegt man so bei den Testflügen eine andere Hardware als bei den Missionen mit Crew. Genau. Die Oberstufe, die später Crews befördern soll, wird zum ersten Mal mit Crew geflogen. Also irgendwie ist hier irgendetwas ganz schief gelaufen. Man hat hier der NASA einfach eine zusätzliche Raketenstufe verkauft, die nicht einmal fünfmal fliegen wird, aber entwickelt werden musste. Absurd. Wenn du genaueres dazu weißt, bitte in die Kommentare damit. Ich möchte noch einmal kurz zu Orion und dem ESM zurückkommen. Die Kapsel wird ohne dem Servicemodul zur Erde zurückkehren. Das ESM wird beim Wiedereintritt einfach weggeworfen. Wie der Rest dieser gigantischen Rakete auch. Irgendwie traurig, dass man ein derartiges Bauwerk einfach wegwerfen muss. Und jetzt das Licht am Ende dieses Tunnels. Obwohl ich so sehr frustriert war mit diesem Programm, sehe ich nun die positive Seite davon ganz klar vor mir. Es ist vermutlich schon gut, dass hier so viel Geld in die Hand genommen wird. Das zeigt einfach Commitment gegenüber der Industrie und der Gesellschaft und dass wir Menschen eine Zukunft unter den Sternen haben. Außerdem feuert das vermutlich private Unternehmer an, die sich auf den Kopf greifen, wenn sie sehen, wie die NASA hier abgezogen wurde. Kann mir schon gut vorstellen, dass das mehr Player in die Branche lockt. Die Erfolgskurve ist eine exponentielle Funktion. Es beginnt ganz langsam und träge. Aber sobald die grundlegende Infrastruktur errichtet ist und die Mission Fuß gefasst hat, wird der Wettlauf im All auf eine ganz neue Ebene gehoben. Denn dann beginnen die kommerziellen Vorhaben, verrückte Dinge zu machen. Innovation nimmt seinen Lauf und ehe wir uns versehen, werden unsere Handys auf einem Asteroiden hergestellt und zur Erde geschickt. Also dieses ganze absurd viele Geld gibt dieser Industrie einen Kickstart. Beziehungsweise schüttet ordentlich Sprit ins lodernde Feuer der Raumfahrt. Die NASA und die ESA sind ja auch in gewisser Weise eine Kaderschmiede des New Space. Und sie haben den Weg bereitet, dass es den New Space überhaupt geben kann. Nur, dass das klar ist. Und eine Sache, die ich bis jetzt auch komplett außer Acht gelassen hatte, ist, dass der Mond ja nur eine Zwischenstation für das Artemis-Programm ist. Es geht ja in weiterer Folge dann zum Mars und später noch weiter ins Sonnensystem hinaus. Und obwohl Artemis unglaublich inspirierend und cool ist, sind das nicht die einzigen Gründe, warum die Amis so viel Geld in das Programm stecken. Washington hat nämlich verstanden, dass der Weltraum der Schauplatz des größten Wettlaufs der Geschichte ist. Ein Wettlauf um Einfluss, Ressourcen und die Vorherrschaft im All. Und man will nicht zurückfallen, koste es, was es wolle. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Artemis 1 der Testflug des SLS ist. Dennoch sind 10 kleine CubeSats im Stufenadapter verstaut, die jeweils verschiedene Missionen haben. Darunter werden verschiedene Antriebssysteme getestet, Astrobiologie betrieben, der Mond gescoutet und kartografiert und andere Technologien demonstriert. Und was all diese Entwicklungen für Auswirkungen auf die gesamte Raumfahrt und die Menschheit haben werden, können wir uns heute noch gar nicht ausmalen. Die NASA bezeichnet gerade das SLS oft als die Mondrakete der Zukunft. Da kann ich Ihnen nicht ganz zustimmen. Ich denke, dass das SLS ein wichtiger Bestandteil der Initialzündung für das Programm ist. Das SLS ist ein Sprungbrett aus Gold, aber sicher kein Vehikel der Zukunft. Nicht um den Preis. Bevor wir zum Schlusswort kommen, muss ich noch etwas loswerden. Mo von Senkrechtstarter war in Bremen bei Airbus Defence and Space zu Gast. Das ist da, wo das europäische Servicemodul gebaut wird. Die Interviews kann ich dir echt ans Herz legen. Links in der Videobeschreibung. Auch in der Videobeschreibung findest du einen Link zum Mars Chroniken Merch Shop mit über 30 neuen aufregenden Designs aus der Ad Astra Kollektion. Kritik habe ich an der programmatischen Struktur, dem Management und der Korruption sowie finanzieller Missstände in diesem Video in der Infobox geübt. Und dann habe ich noch ein Video mit technischer Kritik in Kooperation mit Eneas produziert.
Da schauen wir uns an, welche Designentscheidungen welche Konsequenzen auf die Rakete hatten. Alle Links in der Videobeschreibung unten. Alles in allem freue ich mich auf den Start und hoffe, alles klappt. Ich werde streamen und habe den Artemis-Experten Toni von Mondgeflüster und Andreas von Iggy's Kosmos zu Gast. Wir starten schon gegen mittags und machen uns einen nerdigen Tag gemeinsam. Wir freuen uns, wenn du einschaltest. Am besten schaust du Mars-Chroniken und den Artist-Stream auf Twitch, denn der wird von Senkrechtstarter Mo und Dr. Watson Cedric moderiert. Das ist echt so cool. Bis morgen. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.